Bonjour und hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Zapunzel zum neuen Tagesorakel. Ich hoffe, dass es dann heute pünktlich um 7 Uhr startet. Wenn nicht, ich habe keine Handhabe drüber. Nehmt es, wie es kommt. Ich tue es genauso. Und wir gucken jetzt einfach mal, was der Samstag so im Gepäck hat. Wir haben den 19.11., wenn ich nicht irre, 2022. Und ich hätte jetzt gerne mal eine erste Überschrift. Um was geht es hier heute? Was betrifft dich heute? Thema Sexualität. Es könnte hot werden. Es könnte ein Tag werden, wo du dich körperlich entweder besonders attraktiv fühlst, im besten Fall, wo jemand diese Attraktivität auch sieht und ja, wahnsinnig hot auf dich ist. So ein Orakel habe ich jetzt auch noch nicht auf dem Tisch gehabt, aber gut. Es kann aber auch einfach sein, dass diese Karte dich auffordert, dich und deinen Körper so anzunehmen, wie er gerade ist. Man kann einen Körper trainieren, man kann ihn formen, man kann aber auch über seine Grenzen gehen, um ja diesen Körper eben in eine 0815-Norm zu stecken. Was bedeutet denn Sexualität für dich? Mach dir da heute vielleicht mal kurz Gedanken drüber. Und was bedeutet es, einen perfekten Body zu haben? Sind Modelmaße 109 plus Ultra oder ist es vielleicht doch schöner, wenn man irgendwo ein paar Kurven hat? Manche Dinge lassen sich verändern und die, die sich nicht verändern lassen oder die, die man nicht verändern möchte, weil man sich ganz wohl damit fühlt, die müssen auch nicht verändert werden. Ja, ich weiß nicht, warum diese Karte jetzt hier als allererstes auf den Tisch fallen wollte. Es scheint für manche noch ein Thema zu sein. Ich weiß auch, dass Frauen mir manchmal mitteilen, er möchte nur Sex. Wenn es der Mann ist, den du liebst, dann wirst du es lieben. Ja, auch körperlich dich mit ihm zu vereinen, weil das eben ja eine engere Verbindung kann man auf körperlicher Art und Weise nicht herstellen. Warum sagen manche, er möchte nur Sex? Wo ist dieser Sex halt eben noch negativ behaftet? Frag dich das einfach, die Karte liegt da. Mehr Impulse muss ich dazu jetzt auch nicht geben, denn das soll ja nur ein kurzes Orakel sein. Ich könnte euch jetzt eine Frikadelle ans Ohr labern, aber das lasse ich jetzt bewusst mal sein. Was sagt die Akasha-Chronik? Um was geht es jetzt noch an diesem Samstag? Schau nach innen und richte ein liebevolles Licht auf alles Leid, das du noch festhältst. Ja, das ist immer gut, das zu tun. Es wird ja auch häufig im Außen gespiegelt, was im Innen halt eben noch ein bisschen ja, dunkel beschattet ist. Könnte auch mit dem Thema Sexualität was zu tun haben. Und sei einfach mal dankbar, denn Dankbarkeit segnet dein Herz und macht dein Leben kostbar. Ja, vielleicht ein guter Tag, da heute noch mal ein bisschen genauer drauf zu achten. Wo bist du eher noch so ein bisschen negativ eingestellt und wo sind die Dinge viel, viel besser, als du dir die in deinem Kopf so zurecht legst? Wir gucken genauer und ich nehme dazu die Zapunzelchens und da möchte sich Folgendes zeigen. Ja, ein Umzug zeigt sich heute bei mir garantiert, denn mein Sohn zieht um. Der sucht halt Helferlein. Ich weiß, was ich dann später zu tun habe. Aber für manche ist es halt eben wichtig, auch das Mindset mal ein bisschen umzubauen, die Möbel mal von rechts nach links zu schieben. Ja, du hast so eine gewisse Sehnsucht, die du in dir trägst. Das kann auch was mit der Sexualität zu tun haben. Vielleicht hat es da eine Durststrecke gegeben. Wenn dem so war, wird hier, ne, die Fülle sich sehr zeitnah einstellen. Du hast Sehnsucht nach einer gewissen Person, eine gewisse Person hat Sehnsucht nach dir. Schau nach innen und richte ein liebevolles Licht auf alles Leid, das du festhältst. Dann schick dieses Leid
Lass dieses Leid rausgehen aus deinem Leben und zeig dich dankbar und du wirst sehen, diese Durststrecke wird ausgetauscht durch die Fülle, die im Grunde schon vor deiner Nase liegt. Du musst es nur zulassen. So lassen wir es mal stehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Bleibt mir gesund und gern bis zum nächsten Mal.